Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Best Of. Es ist gerade 9:30 Uhr und wir gehen gleich frühstücken mit meinem Kumpel Emmo. Mir wurde ein Lernen fahren Wald vorgeschlagen. Ich bin gespannt, was da alles so gibt. Ich würde mal sagen, lass uns direkt losfahren. Let's go. So, Freunde, wir sind jetzt hier in Farnwald. Da hinten ist Sultan, also nicht er, da hinten. Emo ist auch dabei. Er hat noch nie syrische und libanesische Essen gegessen. Ja, ich bin selber sehr gespannt. Ich würde mal sagen, let's go. Hier ist die Speisekarte. Willst du zuerst gucken? Oder guck du zuerst, weil ich kenne mich da. Ich weiß schon. Was ist das zum Beispiel? Also ich nehme zum Beispiel diese, das heißt Manouche, Manaich. Das heißt Manaich, so mit Käse. Da kommen, es gibt mit Fleisch, es gibt so. Schmeckt richtig gut. Hast du schon mal sowas gegessen? Nein, Bruder. Ehrlich? Ich nehme das einfach. Hast du echt noch nie sowas gegessen? Boah, brutal. Oder ich habe viel verpasst. Nee, geil. Warte, ich habe das hier. Omelette. Rührei mit Gemüse ist das. Du hast echt noch nie das gegessen? Nein, Bruder. Ich generell, was libanesisches Essen angeht, ja. Nur Shawarma oder so. Ja, aber hast du dann auch kein so diese Manaich und Käse, Oliven mit Käse und so im Ofen? Hast du das noch nie gegessen? Brutal. Oder wie hast du gelebt? Bruder, ich habe nur von türkischem Essen gelebt. Ich bestelle dir jetzt einmal Omelette, dass du es probierst. Käse, also Manouche Käse. Oder soll ich, also Käse auf jeden Fall. Das musst du probieren. Aber Omelette, ich weiß ja, wie das schmeckt, weißt du? Omelette? So irgendwas Spezielles, was aus dem Liban, also aus dem arabischen. Kennst du Hummus? Hummus. Hummus, kennst du? Ja, diese Lavaschbrot, ne? Was? Lavaschbrot? Also das arabische Brot. Also Hummus ist diese Kichererbsencreme. Aubergine-Creme, Sesamsoße, Olivenöl und arabische Würz. Das ist so diese Kichererbsen. Wähl mal für dich dein Favorit da aus, finde ich. Ich überlege gerade, Bruder, weil du das noch nicht gegessen hast, will ich, dass du auf jeden Fall jetzt heute hier ein bisschen was probierst. Okay. Wirklich. Ich möchte, dass du auf jeden Fall Hummus probierst. Ich möchte, dass du Ful probierst. Ich möchte, dass du einmal Omelette siehst und ich möchte, dass du meine Ich isst. Okay, dann bestelle ich jetzt. Bis gleich. Das ist Hummus. Ich habe extra jetzt Hummus. Das ist Hummus. Ich habe jetzt extra einen kleinen Teller geholt, damit du das probierst. Und das ist Ful, Bruder. Libanesische Ful. Okay, auf eine libanesische Art. Das Geile ist, das Brot, was wir hier kriegen, oh, das ist frisch. Er holt das frisch vom Ofen raus. Das ist Paprika drin, Zwiebeln, Tomaten, arabische Gewürze. Und das ist das Brot, Bruder. Das ist doch warm, Bruder. Guck mal, wie das aussieht. Total. Das kriegen wir. Dankeschön. Haben wir hier saure Gurken, Tomaten und Gurken. So.
Das ist Zaatar mit Käse und das ist Käse. Was ist Zaatar genau? Das ist irgendeine Gewürzmischung, steht hier. Du hast die Ehre anzufangen, weil du das nicht kennst. Okay. Aber ich, Bruder, du ehrliche Meinung, ne? Ich bin gespannt, mit was willst du anfangen? Das sieht am interessantesten aus. Okay, Bruder, dann hier, du hast ein frisches Brot. Fang an. Einfach so wie Dip benutzt. Ja, einfach so wie Dip. Ist das was für dich, Bruder? Kannst du? Ja. Das ist Hummus. Bruder, ich weiß nicht. Es ist... Würde ich jetzt nicht. Okay, mach mal einfach, warte. Wenn du das jetzt bewertest, okay, von 1 bis 10, was würdest du es geben? Eine 4. Eine 4. Okay, 4 von 10. Also hat dir nicht so jetzt. Hat mir nicht so gefallen. Okay, kein also Problem. Sah lecker aus, als es schmeckt. Okay. Okay, das haben wir. Okay, das ist Fool. Sau mit Kichererbsen. Nee, warte. Fool ist. Ist Saubohnen, Sesamsoße, Olivenöl und arabische Gewürze. Sau, Budi. Das ist besser. Ist besser? Schmeckt dir das besser? Das schmeckt mir auf jeden Fall besser, ja. Ja? Was würdest du dafür für eine Punktzahl geben, für Full? 6 von 10. 6 von 10. Genau. Okay. Das Ding ist, guck mal, es gibt auch viele Leute, die machen das unterschiedliche Art, ne? Es gibt viele, guck mal, zum Beispiel, er hat Knoblauch drauf gemacht. Es gibt Leute, die machen viel mit Gurken, viel mit Tomaten, die machen Salat rein, die machen Olivenöl drauf, die machen so richtig so einen Fool-Salat, Alter, so, weißt du? Also ich find, ja. Ja. Schmeckt besser als Hummus. Hummus. Ja. Also, für die Fool-Liebhaber ist das auf jeden Fall was, Bruder. Leute, die Fool essen, Bruder, ist das genau was Wichtiges für die. So, das ist Hummus. Weil ich das kenne. Ja, aber für dich ist das anders. Für dich ich liebe das, Bruder. Weil also für mich kriegt das auf jeden Fall 9 von 10. So. Ehrlich? Ja, so. Ich liebe das, Bruder. Es schmeckt geil. Und nochmal lecker. Das gefällt mir auf jeden Fall. Also das hat dir nicht gefallen? Nee, das hat mir nicht gefallen. Omelette. Probier. Bruder, weißt du, was das Geile dran ist? Warte, ist das noch warm? Weißt du, was das Geile dran ist? Wir machen das im Ofen. Also wir machen das Ei drauf und schieben die das in den Ofen rein. Nicht auf... Nicht auf Herd. Nicht auf Herd. In den Ofen machen die das rein. Alter, dann probier. Da ist auch Gabel. Nee, ist ohne Käse drauf. Oh, das ist lecker. Hat was, ne? Ja, auf jeden Fall. Was schmeckt dir am meisten so? Was schmeckst du raus? Was schmeckt dir? Was ist so lecker dran? Kannst du das so erklären? Oder das ist so salziger als normal. Salziger, ja. Bisschen salziger. Ja. Fester. Ja. Weil das wahrscheinlich im Ofen ist, weil das klebt ja auch so. Ja, genau. Schmeckt auf jeden Fall Tomaten raus, Zwiebel. Ist so, ja. Und es gibt auf jeden Fall eine 8 von 10 von. Total. Das schmeckt mir auf jeden Fall. Total. Sehr gut. Vor allem mit dem Brot. Bruder, das ist das Geile. Das ist Brot. Das ist so frisch vom Ofen noch. So, ich probiere jetzt von hier. Boah. Geil, Bruder. Das ist geil. Mit so ein. Ja, man, das muss. Zaatar. Das hier, das ist interessant. Ja. Bruder, da bin ich gespannt, was er sagt jetzt. Da bin ich gespannt, Bruder. Hau rein. Zaatar ist so... Ich weiß nicht, Bruder. Das ist also für mich, es muss da sein. Was sagst du? Ich weiß nicht, ob das jetzt Kopfsache ist. Ja, aber irgendwie schmeckt das nach Spinat, was da drauf ist. Spinat? Ich glaube, das ist Kopfsache, ich weiß nicht. Aber für mich schmeckt das nach Spinat. Was würdest du geben? 7. Echt? Ja. Okay, heftig. Da gibt Zaatar 7 Punkte. Also es ist mit Käse drauf, ne? Okay, ich probiere das auch. Ob ich den Spinat drauf schmecke? Wie kannst du da Spinat drauf schmecken, oder? Aber wie findest du das Frühstück so allgemein? Für mich sehr ungewöhnlich. Echt? So Kichererbsen zum Frühstück zu essen. Weil bei uns ist das ja, bei uns Türken isst man Kichererbsen so als Mittag- oder Abendessen. Also ich habe 18 Jahre Rührei mit
Sucuk gegessen. Hast du noch nie mit Zwiebeln und so gegessen? Zwiebeln? Also mit Tomaten. Nein, und so? Bei uns ist das so ganz, ganz schlicht, so ganz normal. Hä? Ja. Mhm. So. Aber kam dir nie diese Idee, ich mach mal heute Zwiebeln rein, Tomaten rein? So, echt nicht? Ehrlich, nein. Weiß nicht, ob ich voll dafür bin, aber... Aber würdest du das ab jetzt immer machen? Im Ofen? Also, ja, muss ja nicht eine, so auf Herz schmeckt ja auch. Ja, ich würde es ich würd's versuchen. Ja. Schmeckt auf jeden Fall gut. Okay, Bruder, jetzt haben wir das Letzte und das ist Käse. Bin ich mal gespannt, wie du Käse findest. Ja, kann, ja nicht viel, kann man nicht viel falsch machen oder sagen, aber Käse ist Käse, aber trotzdem, ne, diese, wie du es findest, wie das so gewürzt, wie die das hier würzen. Ist ganz normal, schmeckt gut. Normal Käse. Ja, ja, also findest du lecker. Was gibst du? Punkt. 8 von 10. 8 von 10. Genau. Also ich kann hier auf jeden Fall empfehlen, frühstücken zu kommen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist brutales Essen. Wer sowas mag, Ful, Hummus, Ei, Omelette, Manaish, so Bruder, das ist alles so frisch. Wirklich frisch, frisch, frisch. Er macht dir das vor dir fertig, im Ofen rein, raus, du isst das sofort. Auf jeden Fall. Also brutal. Das Brot ist geil, Eis, also kann man auf jeden Fall empfehlen, 100%.